aus der einzigen 24-Stunden-Nachrichtenredaktion Österreichs. Ö3 Nachrichten, Wetter und Verkehr. Um Punkt am Punkt. Heute wird das Rauchverbot in Bars und Gasthäusern beschlossen. In London wollen die U-Bahn-Fahrer die Nacht-U-Bahn verhindern. Es ist 10 Uhr. Der Nationalrat beschließt heute das Rauchverbot in der Gastronomie. In Kraft treten wird es aber erst im Mai 2018. Betroffen sind auch Wasserpfeifen und E-Zigaretten. In Hermagor in Kärnten war in der Nacht ein Bär unterwegs. Er hat einen Bienenstock angefallen und 6 Kilogramm Honig gefressen. Spuren und Fellhaare zeigen, dass der Bär schon öfter in der Gegend unterwegs war. Gesehen wurde das Tier gestern aber nicht, obwohl der Bienenstock nur wenige Meter von einem Haus entfernt ist. Die Londoner U-Bahn-Fahrerinnen und Fahrer streiken heute. Sie protestieren gegen den Rund-um-die-Uhr-Betrieb, der ab September geplant ist. In London sind 200 Ersatzbusse unterwegs. Außerdem sollen die Menschen auf Leihfahrrädern umsteigen. Und jetzt zum Wetter mit Lisa Wolkersdorfer. Heute wechseln Wolken, Sonnenschein und ein paar Regen- und Schneeschauer. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1000 Metern Höhe. Die Temperaturen erreichen heute 2 bis 8 Grad. Der Ö3-Ausblick. Morgen ist es deutlich kühler und immer wieder schneit es. Die Höchstwerte liegen nur um 0 Grad. Hier ist Hitradio Ö3 mit dem schnellsten Verkehrsservice Österreichs. Kärnten. A2 Südautobahn Richtung Wien. Bei der Ausfahrt Klagenfurt Ost ist ein Unfall passiert. Die Überholspur ist gesperrt. Bitte fahren Sie hier vorsichtig. Und Niederösterreich. A1 Westautobahn Richtung Salzburg. Bei St. Pölten gibt's Bauarbeiten. Der Verkehr wird immer wieder kurz angehalten. Rechnen Sie mit Wartezeiten von bis zu 15 Minuten. Sonst sind uns keine Störungen gemeldet worden. Gute Fahrt!